Hallo, hallo. Ich habe ja die Kurt Laßwitz-Gewinnerromane aus den 1980er Jahren besprochen. Zu jedem dieser Gewinnerromane gibt es ein Video auf meinem Kanal. Hier sind sie nochmal gesammelt. Ich habe sie mir hier nochmal rausgeholt. Das sind sie also. Und jetzt geht es mir darum, ich möchte mal in der Rückschau ein Fazit ziehen über diese Gewinner der 1980er Jahre. Ich habe ja sehr ausführlich die Handlung und auch das Umfeld, die Entstehungsgeschichte dieser Romane in den Einzelvideos besprochen. Das mache ich jetzt also nicht mehr. Wer sich da für die einzelnen Romane interessiert, ist herzlich eingeladen, sich das nochmal anzuschauen. Ich habe hier jetzt in diesem Video auch nicht unbedingt mehr den Anspruch, das jetzt objektiv und gerecht sozusagen zu machen, sondern hier geht es jetzt wirklich nur um meinen subjektiven Eindruck. Sprich, da muss dann jeder selbst auch überlegen, ob das für ihn vielleicht auch zutrifft oder ob das für ihn relevant ist oder eben auch nicht. Ja. Okay, also, was nehme ich mit aus dem Studium dieser Gewinnerromane? Es sind ganz klar Bücher, die sind so aus der Generation oder die Autorinnen und Autoren kommen aus diesen Generationen, die vom Zweiten Weltkrieg geprägt sind. Das kann man, glaube ich, auch an den Geburtsdaten festmachen. Georg Zauner, Jahrgang 1920, Wolfgang Jeschke, 36, Richard Hay, 26. Der Thomas Eppi Mielke ist noch der jüngste Hüpfer da, 1940, aber das ist auch letztlich dann die Nachkriegsgeneration, wenn man so will. Herbert W. Franke 1927, Karl Amery 22, Pausewang 28, Stöbe 53. Okay, das ist der jüngste zugegeben, aber trotzdem, das sind alles so Leute, die eben die vielleicht den Krieg mitbekommen haben, sicher aber so die Anfänge der Bundesrepublik, die Bonner Republik. Das merkt man in diesen Büchern auch ganz stark. Wenn es da einen Deutschlandbezug gibt, dann ist halt oft auch die deutsche Teilung noch ein wesentliches Thema zwischen DDR und Bundesrepublik. Okay, also diesen Zeitgeist, den habe ich sehr deutlich gelesen in diesen Büchern. Wenn man sich die Lebensläufe der Menschen dort anguckt, dann merkt man oft auch, dass das Menschen sind, die halt recht viele Berufe haben, die vielleicht eben auch kriegsbedingt jetzt keine so einen geraden Bildungsweg hatten durch ihre Schulbildung, Universität und dann eben einen Job und den machen, sondern dass da eben dann viele Brüche, Kurven, Abschweifungen drin sind, die Gudrun Pausewang mit ihren Südamerika-Aufenthalten, der Richard Hay, der halt im Krieg letztlich konnte man dann ja in seinem autobiografischen Werk auch lesen, viel Umdrehungen machen musste, um überhaupt ein Biotop zu finden, wo er aufblühen konnte letztlich. Das war alles nicht so leicht für ihn. Durchaus auch der Zauner auch hat sehr viele verschiedene Berufe gehabt und so. Ja. Dadurch auch sehr interessant und beeindruckend, würde ich eines vielleicht das Wort, das ich suche, wie sich die Leute so durchgeschlagen haben. Und die prägen eben offensichtlich die Science Fiction aus Sicht der Kurt Laßwitz-Juroren. Dazu vielleicht noch eine kleine Erläuterung. Der Kurt Laßwitz-Preis wird so verliehen, dass die Science Fiction-Schaffenden angeschrieben werden, dass man also bei den Autoren, bei mir war es so, ich darf da mitmachen, seit ich zwei Science-Fiction-Romane in deutscher Sprache veröffentlicht habe. Also einer reicht noch nicht mal, zwei Romane müssen es sein. Und ähnlich ist das eben für Kategorien wie Zeichner und so weiter. Und die stellen sowohl die Wahllisten zusammen, als auch dann machen die Abstimmung zu den nominierten Werken. Ich gehe jetzt davon aus, dass das von Anfang an so war. Dazu habe ich aber keine Informationen gefunden. Ich habe auch keine Informationen dazu gefunden, wie viele Leute jetzt tatsächlich abgestimmt haben, weil diese Statistik nicht verfügbar war auf der Seite. Die gab es
frühestens für das Jahr 1991. Allerdings sehe ich, dass da gerade aktuell was abgedatet wird. Wenn man in ein, zwei Monaten schaut, sind die Zahlen vielleicht dann auch dort drauf. Im Jahr 1991 haben 26 Personen abgestimmt, 1992 22 Personen. Das ging dann so ein bisschen hoch über die Jahre, also 30, 40, 50. Und jetzt im letzten Jahr 2019 waren es 74 Personen, die dort abgestimmt haben. Aber das sind jetzt keine Massen. Es ist jetzt nicht so, dass das drei Leute unter sich auskungeln, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das ein Riesenpublikumspreis wäre. Was auffällt, ist, dass von diesen neun nominierten Werken von 1981 bis 1989 ausgezeichnet, einmal eine Frau ausgezeichnet wurde, nämlich die Gudrun Pausewang. Und die anderen acht Preise gingen an Werke, die von Männern verfasst worden sind. Ich habe dafür keine abschließende Erklärung, was ich sagen kann. Also es gibt natürlich viele mögliche. Es könnte sein, dass Frauen grundsätzlich weniger Science-Fiction schreiben. Es könnte sein, dass sie aus irgendeinem Grund schlechtere Science-Fiction schreiben. Es könnte sein, dass die Jury voreingenommen ist, wie auch immer. Ja. Kann ich nicht sagen. Ich kann nur die Zahlen bieten. Insgesamt waren in diesen 9 Jahren 43 Werke in der Romankategorie nominiert. Und von diesen 43 Werken waren drei von Frauen verfasst. Das sind also 7%. Und gewonnen hat in diesen 9 Jahren einmal eine Frau, also 11%. Wenn man das nach Prozenten machen möchte, was ja immer ein bisschen fragwürdig ist, wenn man nur einen Messpunkt hat, der dafür gerade steht. Naja, also ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist so. Es ist allerdings so, das kann ich auch schon mal vorwegnehmen, die Wolke, was dort nominiert worden ist, ist vermutlich von all diesen Büchern das erfolgreichste auch gewesen. Nicht nur im Sinne von Preise gewinnen, sondern auch kommerziell Auflage, Verfilmung, Übersetzung. Und hat mir auch mit am besten gefallen. Es gibt zwei Favoriten, die ich habe hier in diesem Stapel. Komme ich gleich nochmal zurück. Die Wolke ist einer davon. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist, sind das jetzt wirklich die besten Science-Fiction-Werke der 1980er Jahre? Jetzt, wie gesagt, alles sehr subjektiv. Ich kann bei jedem dieser Bücher verstehen, dass es irgendwo was Besonderes ist. Deswegen verstehe ich auch, dass man da einen Preis verleiht. Bin mir nicht unbedingt sicher, ob es ein Science-Fiction-Preis sein muss in jedem Falle. Ich habe manchmal das Gefühl, bei manchen dieser Werke, dass dort Preise verliehen worden sind, in der Geisteshaltung, dass man gesagt hat, wir wollen gerne etwas auszeichnen, ein Werk auszeichnen, das wir für präsentabel halten, nach außen hin, das die deutsche Science Fiction repräsentieren kann. Also wenn ich jetzt jemanden auszeichne wie Richard Hay zum Beispiel, ja, dann zeichne ich damit jemanden aus, der schon recht bekannt ist, der also als Theaterkritiker sich einen Namen gemacht hat und so weiter und so weiter, wo ich davon ausgehen kann, dass das also jemand ist, der im Feuilleton, im allgemeinen Feuilleton, eine respektierte Person ist. Wenn ich da jetzt sage, der wird ausgezeichnet für seinen Science-Fiction-Roman, dann kann ich mir denken, dass dabei auch eine Rolle spielt, der Gedankengang zu zeigen, schaut mal her. So ein respektabler Autor wie Richard Hay, der schreibt auch Science Fiction. Dieses Genre kann nicht nur Müll sein. Dieser Gedankengang ist vielleicht Leuten, die jetzt mit der Szene nicht vertraut sind, recht fremd. Den findet man aber heute noch. Also sowohl in der Science Fiction als auch in der Fantasy gibt es gar nicht so wenige Leute, die da aktiv sind und die sagen, wir werden hier eigentlich wie der Kindergarten behandelt. Eigentlich sind wir der Meinung, dass wir durchaus auch interessante Gedanken und interessante Werke einbringen in den Literaturkanon und das wird überhaupt nicht wahrgenommen, einfach weil Fantasy draufsteht oder weil Science Fiction draufsteht. Und das begleitet mich, seit ich diese Szene in dieser Szene bin. Das ist also eine nicht so geringe Geisteshaltung. Ist mir, ich teile das nicht. Mir ist es im Grunde egal, ob es da draußen jetzt Literaturkritiker gibt, die das toll finden, was wir da machen oder eben auch nicht.
Das ist für mich dann auch letztlich dann Geschmackssache. Und zu manchen Dingen hat man einen Zugang und zu anderen nicht. Es gibt Dinge, die sind künstlerisch zweifellos extrem wertvoll, die bringen mir gar nichts. Das ist halt so. Es gibt Gemälde, die werden für Millionen von Dollar auf Auktionen verhökert. Da gucke ich drauf und das gibt mir 0,0 gar nichts. Das ist aber ja nicht der Fehler von dem Gemälde. Das ist mein fehlender Zugang dazu. Ja. Und so wird das auch mit der Science Fiction sein und so wird das auch mit der Fantasy sein. Und deswegen bin ich da generell unempfindlicher. Aber wie gesagt, diese Überlegung könnte ich mir vorstellen, hat eine Rolle gespielt. Wenn jemand wie Wolfgang Jeschke für sein Erstlingswerk ausgezeichnet wird, ich sage jetzt nicht, dass das exorbitant schlecht wäre, hier der letzte Tag der Schöpfung. Aber wenn man Jeschke auszeichnet, dann ist man sich auf jeden Fall bewusst, man zeichnet den entscheidenden Herausgeber in der Science-Fiction-Landschaft in Deutschland aus. Man zieht den sozusagen mit rein. Er kann dann schlecht irgendwie gegen diesen Preis wettern und schießen, wenn er ihn selbst gewonnen hat. Wäre zumindest ungewöhnlich und hofft damit vielleicht auch, dass man seinen Preis entsprechend positioniert. All das, was ich hier sage, ist pure Spekulation. Ich habe da jetzt mit niemandem, der damals beteiligt war an diesen Abstimmungen, gesprochen. Aber das basiert ebenso auf meiner Kenntnis, wie Preisverleihungen vonstatten gehen oder wie Preiskürungen, muss ich ja sagen, wie die so vonstatten gehen und welche Diskussionen so in der Szene geführt werden. Okay. Meine Hauptschwierigkeit mit dieser ganzen Gewinnerliste komplett ist eigentlich, ich habe immer irgendwie gesucht, wo es jetzt die Science Fiction und vor allem ganz spezifisch in dem Sinne, wo ist das, was mich zum Science Fiction Fan gemacht hat? Wo sind diese, ich sage jetzt einfach mal vereinfacht Motive, diese Motive, von denen, die mich so fasziniert haben und bis heute auch noch faszinieren, wo ich sage, wenn es da und da drum geht, dann hat mich das Buch eigentlich schon. Dann ist mir fast schon, also mir ist sicherlich nicht egal, ob es schlecht geschrieben ist, aber es reizt mich schon. Ich habe mich mit Lavi Tida mal unterhalten, das ist ein israelischer Autor, und der meinte halt, sobald es um ein außerirdisches Artefakt geht, das irgendwie geheimnisvoll ist, das irgendwo gefunden wird und das man untersucht, solche Geschichten haben ihn sofort. Und das wäre zum Beispiel ein Motiv, das findet sich hier in diesem Stapel Bücher null. Ja, also sowas gibt es da nicht. Insgesamt kommen eigentlich keine Außerirdischen vor. Wenn ich mich jetzt nicht völlig vertue, dann gibt es kein einziges Buch hier drin, in dem Außerirdische vorkommen. Auch keine Fremdintelligenzen, jedenfalls nicht in nennenswertem Maße, die nicht menschlich sind. Da würde ich jetzt auch drunter subsumieren, künstliche Intelligenzen, so diese ganzen Robotergeschichten, die wir kennen. Die sind also, finden hier nicht statt. Es gibt Die Wallfahrer gibt es so eine kurze Episode, wo ein futuristischer Roboter auftaucht, der beeinflusst die Handlung aber auch kaum. Insbesondere auch deswegen, weil der Roman dann praktisch schon vorbei ist. Also das spielt kaum eine Rolle. Das Sacriversum, okay, da gibt es so ein bisschen Interaktion mit so Computersystemen in dieser Kathedrale. Aber das ist alles nicht so dieses große Staunen, das man bei der Science Fiction irgendwo hat, wo man dieses Was wäre, wenn Gefühl ist da in dem Sinne nicht drin. Worum es geht, was da wirklich dominant ist, quer durch die Bank, also praktisch überall haben wir es mit einem negativen Zukunftsentwurf zu tun. Und zwar häufig in der Geschmacksrichtung Postapokalypse. Das kann beschränkt sein, wie jetzt im neuesten Werk dieser Reihe, New York ist himmlisch. Da beschränkt sich das auf also mehrere Bezirke in einer Metropole, in einer Großstadt. Oder bei Die Wolke, da geht es im Wesentlichen darum, dass Deutschland eben atomar verseucht ist. Es kann aber auch umfassend sein, wie eben in den Werken von Herbert W. Franke, Endzeit. Da sind also die letzten Menschen in irgendwelchen Kuppeln, hausen die dann da, ja, und träumen von besseren Zeiten. Es ist nicht so sehr bei, oder eigentlich gar nicht bei
der letzte Tag der Schöpfung. Das muss man sagen. Also das ist letztlich unsere Welt, aus der das halt heraus startet, die normale Welt der 80er Jahre halt. Und dann wird eben eine Zeitreise in die ferne Vergangenheit gemacht. Aber auch dort finden wir sowas wie einen zivilisatorischen Rückschritt, der dann in der dort vorgefundenen Gesellschaft geschildert wird. Und diesen zivilisatorischen Rückschritt, den hat man eigentlich auch fast überall. Also es sind eigentlich alles pessimistische Bücher, wenn man so möchte. Und zwar in der gesellschaftlichen Hinsicht pessimistisch. Ein Thema, was man auch häufiger hat, ist sowas wie Ausgrenzung von bestimmten Bevölkerungsgruppen, wenn man so möchte. Bei Die Wolke ist es ganz prominent. Diese Strahlenopfer, die haben da also ein Problem, dass sie nicht anerkannt werden. Aber das findet sich in verschiedenen Ausprägungen, wird das so durchdekliniert. Im Grunde durch alle diese Romane hindurch. Das Thema Einsamkeit spielt oft eine Rolle als ein psychologischer Faktor. Ist vielleicht ganz interessant, weil das ja zumindest letztes Jahr auch so in der Gesundheitsdebatte war. Was können wir tun, dass insbesondere alte Menschen sich nicht so einsam fühlen? Kam mal auf im Jahr 2019, hat so ein paar Beiträge von einigen bedeutenden Politikern auch gebracht, ist dann, glaube ich, aber wieder versandet. Hier ist es auch drin, also in diesen Büchern findet man das häufig als Thema drin. Die Geschichten für Science Fiction, für mich auch nicht unbedingt repräsentativ, spielen alle auf der Erde, oft in der nahen Zukunft. Manche auch in der fernen Zukunft, der letzte Tag der Schöpfung mit Zeitreise in die weite, weite, weite Vergangenheit, Erdzeitalter zurück. Aber alles erdgebunden mit einer kleinen Ausnahme bei dem Richard Hai im Jahre 95 nach Hiroshima. Da gibt es also ein paar kleine Sequenzen, die auf einem weiteren zweiten Erdtrabanten, einem Erdmond mit einer sehr weiten Umlaufbahn, sodass man ihn normalerweise nicht sieht, die da also spielen. Aber dieses Buch ist ja nun auch wirklich eins von denen, die überhaupt nicht linear erzählt sind, sodass das also eben auch nur so ein Mosaikstein in diesem Buch ist. Also, Dystopie haben wir sicherlich drin, ist ja auch heutzutage wieder en vogue, wieder im Abflauen, aber also wenn man so an die Tribute von Panem denkt oder Maze Runner oder solche Sachen, gibt es ja durchaus und gab es da dann eben satt, sag ich mal. Liegt vielleicht auch wieder an der Entstehungszeit, Kalter Krieg, Endphase des Kalten Krieges, Tschernobyl-Unfall, diese Dinge, Friedensbewegung, Anti-Atomkraftbewegung. Das hat die Leute sicherlich beschäftigt. Ich habe auch nichts dagegen. Ich finde nur auffällig, dass das da überall drin ist. Weiteres typisches Science-Fiction-Motiv ist die Zeitreise. Ist zwar Thema in Der letzte Tag der Schöpfung, aber nicht in der Form, die typischen Problemstellungen einer Zeitreise thematisiert, insbesondere Zeitparadoxon, Eingriff in die Welthistorie oder nicht zurechtfinden in einer fernen Zukunft. Diese Dinge sind dort nicht thematisiert, weil man dafür einfach zu weit zurückspringt. Man geht dann also in ein anderes Erdzeitalter und da ist also sowas wie ich begegne Julius Caesar oder solche Scherze von vornherein raus. Also es ist zwar eine Zeitreise, aber es ist Oder die Zeitreise ist ein konstituierendes Element der Geschichte, aber das macht sie nicht zu einer typischen Zeitreisegeschichte. Also die typischen Fragestellungen, die ansonsten mit Zeitreisen verbunden sind und in der Science-Fiction-Literatur verhandelt werden, die findet man dort halt nicht. Es ist mehr ein Vehikel, um eine fremde Welt, eine fremde Umgebung, eine fremde Gesellschaft zu etablieren, in der dann die Figuren agieren können. Okay, und was man erst recht nicht hat, dadurch, dass das eben alles erdgebunden ist, ist so diese Space Opera. Also das ist ja so ein bisschen auch eine Analyse, die man der weiten Teilen des Science-Fiction-Genres angedeihen lässt, dass man sagt, wir hatten früher halt den Western oder den Orient-Roman, als das eben Gebiete waren, die der Leserschaft nicht zugänglich waren. Karl May konnte über die Indianer in den USA oder über die
arabische Halbinsel oder so etwas konnte er also gut schreiben, hat auch offenbar viel besser recherchiert, als man ihm zutraut. Also wenn man das so im Nachhinein nachvollzieht, dann war er da wohl sehr fleißig, mit den Mitteln, die er natürlich zur Verfügung hatte, und hat aber viel dazu dichten können und konnte eben das als Leinwand nehmen für das Unbekannte. Der Aufbruch ins Unbekannte, der Held, der sich im Unbekannten bewährt und eine exotische Umgebung durch seine Abenteuer der Leserschaft vorstellt. Heutzutage ist die Erde natürlich erforscht. Wir können im Grunde überall selbst hinfliegen und uns die Dinge selbst anschauen oder zumindestens über Fernsehen, Internet, was immer es gibt, uns ein Bild der dortigen Verhältnisse machen. Wie zutreffend das dann ist, ist dann die zweite Frage. Aber grundsätzlich ist die Welt da zugänglicher, als sie früher gewesen ist. Und da sagt man eben, die Science Fiction ist die Literatur, die dann sagt, gut, jetzt erzählen wir uns euch aber wirklich mal was über den Planeten sowieso oder den Saturnmond, la la la, wo halt wirklich noch niemand gewesen ist und wo wir wirklich postulieren können, da gibt es eben Aliens und da gibt es Städte, die im Himmel treiben und so etwas alles. Ja. Das ist auch so ein Element, dieses Sense of Wonders, dieses Staunen, das mich auch sicherlich zur Science Fiction hinzieht, diese Sehnsucht nach dem Abenteuer im Unbekannten, dorthin zu gehen, wo noch nie mehr jemand zuvor gewesen ist, findet man hier 0,000. Also das passiert hier einfach nicht. Das finde ich schade. Also ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, wenn das, was hier geboten wurde, wenn das also der Einstieg gewesen wäre für mich in die Science-Fiction-Literatur, wäre ich kein Science-Fiction-Fan geworden, glaube ich. Also ich würde durchaus einem dieser Bücher was abgewinnen können, aber also dass ich jetzt sagen würde, das Genre an sich, das bringt hier bei mir Glücksgefühl hervor oder wie immer man das sagen will. Also das ist etwas, was ich jetzt also, wo ich unbedingt unendlich viel mehr von haben muss, wäre damit nicht passiert. Da bin ich mir ganz sicher. Und das bringt mich eben zu der Vermutung, weil ich eben glaube, dass ich kein so untypischer Science-Fiction-Fan bin, dass ich annehme, dass diese Preise eben nicht unbedingt für die Science-Fiction-Fans verliehen wurden. Also wo man dann eben sagt, so, das ist jetzt wirklich der beste Science-Fiction-Roman für die Leute, die das richtig mögen und sowas, die finden da, was sie halt suchen, sondern eher den vorhergehenden Gedanken, dass man eben sagt, das ist etwas, das kann man auch jemandem präsentieren, der ansonsten gerne ernste Literatur, liest. Und um den davon zu überzeugen, dass die Science Fiction auch etwas zu bieten hat. Also mir fehlt so ein bisschen der Drive, die Power, das Funkeln, der Sense of Wonder. Ich benutze jetzt einfach mal diesen Begriff. Jetzt habe ich zur Vorbereitung dieses Videos mich mal informiert, was gab es denn zu dieser Zeit in der internationalen Science Fiction? Ist das vielleicht ein Zeitphänomen, dass die Science Fiction damals einfach so gewesen ist, wie wir sie hier sehen? Oder ist das nicht so und das ist eben jetzt speziell hier beim Kurd-Laßwitz-Preis offenbar dann eben bei den deutschsprachigen Publikationen so gewesen? Und also international gab es unheimliche Kracher. Es gab von Arthur C. Clarke im Jahr 1982 veröffentlicht, den Roman 2010, das Jahr, in dem wir Kontakt aufnahmen. Fortsetzung zu 2001. Literarischer Stoff, kann man absolut sagen, geht so um sehr, sehr grundsätzliche Fragen des Menschseins. Also auch in dem Sinne kein leichter Unterhaltungsstoff, aber verhandelt auf einer ungleich höheren Ebene, sage ich mal. 1983 von David Brin, Star Tide Rising, auf Deutsch Sternenflut. Für mich der beste, bis heute, der beste von den Sachen, die ich gelesen habe, der absolut beste Roman, was Fremdintelligenzen angeht, was Aliens angeht, was überhaupt das Gedankenexperiment betrifft, sich hineinzuversetzen in eine nichtmenschliche Intelligenz.
1984 Neuromancer hat das Cyberpunk-Genre groß gemacht. Ich glaube nicht, dass der erste Cyberpunk-Roman war, aber sicherlich der einflussreichste. Von William Gibson natürlich, hatte dann noch zwei Fortsetzungen. Ist Cyberpunk, für die, die es nicht kennen, die Konzerne haben letztlich die Herrschaft übernommen, die Staaten spielen keine große Rolle mehr. Man kann sich mit Geld alles kaufen, es ist sehr punkig. Ja? Also die Leute, die leben eben im Elend, solange sie nichts ökonomisch beitragen können. Und man haut sich irgendwelche Implantate rein, um sich halt zu verbessern und mithalten zu können. Ja? Und diese Ideen, die prägen eigentlich Teile des Genres bis heute. Das hat also einen völlig unbestreitbaren Einfluss bis heute hinein, kam 1984. 1985 Blutmusik von Greg Bear, auch sehr einflussreicher Roman. Orson Scott Card, 1985, 1986, Ender's Game und Speaker for the Dead. Auch kürzlich, vor ein paar Jahren ins Kino gekommen. Kein Vergleich. Also es tut mir wirklich. Ich würde wirklich gerne was anderes sagen. Ich würde da wirklich jetzt gerne ein anderes Fazit ziehen, aber im Vergleich zu dem, was international in der Science Fiction passiert ist in den 1980er Jahren, ist das, was hier der Kurt-Laßwitz-Preis uns vorlegt, das ist nicht dieselbe Liga. Also das bei weitem nicht. Was man vielleicht noch sagen kann, da bin ich sicherlich auch befangen, aber für mich in meiner Sicht ist die deutsche Science Fiction immer zweigeteilt gewesen zwischen Perry Rhodan und der Rest. Perry Rhodan gab es da natürlich in den 1980er Jahren und Perry Rhodan hatte auch sein großes Highlight mit Band Nummer 1000, der Terraner, der eben ein sehr summarisches, tiefgründiges, philosophisches Werk ist, was auch die Serie nochmal neu aufgemacht hat, der eine neue Ausrichtung gegeben hat, einen neuen Drall gegeben hat ins Kosmische hinein. Und der erschien also 1900, weiß ich jetzt gar nicht, habe ich mir gar nicht notiert, aber Anfang der 80er Jahre. Mein persönlicher Einstieg bei Perry Rhodan, das ist jetzt aber nur mein persönliches Highlight, ist eben Band 507 gewesen in der vierten Auflage. Der ist erschienen im Juni 1987. So, aber Band 1000, der Terraner von Perry Rhodan, ist eben auch Anfang der 1980er erschienen. Ist aber eben in der anderen Schiene, wenn man so will. Also der Kurt-Laßwitz-Preis ist dann vielleicht alles Science Fiction außer Perry Rhodan. Und Perry Rhodan ist dann eben für sich und hat da sein Highlight gesetzt. Das auch in den 80ern ist auch Robert Feldhoff, der die Serie später sehr geprägt hat, mit dazugekommen. William Wallace hat die ganze Sache da geprägt, auch eben mit der Terraner und als Exposé-Autor. Okay, also was ich eigentlich sagen will, ist, zumindest in dem Bereich hatte die Science Fiction in Deutschland unbestreitbare Höhepunkte, Höhenflüge, die man, glaube ich, bei objektiver Betrachtung auch einfach mal anerkennen muss. So, aber das heißt nicht, dass diese Bücher jetzt alle schlecht wären. Also ich glaube sowieso, jedes Buch findet seine Leser, jedes Buch findet seine Fans. Für mich, ganz subjektiv, was ich sagen würde, wenn ich jetzt, nachdem ich die jetzt alle neuen gelesen habe, welche man sich wirklich gut zu Gemüte führen kann, ist eines von denen, das heutzutage, oder ich fange erstmal mit dem, das ich schon erwähnt habe, Die Wolke von Gudrun Pausewang, ist sicherlich leicht erhältlich in sehr vielen Formaten. Ne? Und das ist also kein Problem, da dran zu kommen. Vielleicht haben es einige auch in der Schule gelesen. Ich glaube, es ist immer noch Schullektüre für einige Leute. Konsequent durcherzählte Geschichte, schöne interessante Ansätze, auch mit einer ungeahnten Aktualität, dadurch, dass dann eben die Leute flüchten müssen aus diesen verseuchten Gebieten und dann Probleme haben, woanders sich zu integrieren, hat sicherlich aktuelle Parallelen, kann ich empfehlen. Und das Zweite, Die Enkel der Raketenbauer, das ist so das Gegenteil, das kriegt man, soweit ich weiß, nur noch antiquarisch.
war für mich eine sehr positive Leseerfahrung. Mir hat das sehr gut gefallen, dieser hintergründige Humor, der da drin steckt, wenn man diese unterschiedlichen Dokumente sich anschaut, die da von einer Vergangenheit zeugen, die es nicht mehr gibt, weil inzwischen die Autobahnen von Grün überwuchert werden und man also mehr so in einer mittelalterlichen Technologiestufe wieder angekommen ist. Also hat mir gut gefallen. Beides kleine Büchlein kann man also flott mal an einem Nachmittag durchlesen. Wenn sich das interessiert, sollte man ruhig mal tun. Ich bin jetzt gespannt darauf, was denn die 1990er Preisträger uns zu bieten haben beim Kurd-Laßwitz-Preis.